Städten Russlands gehen heute Zehntausende gegen die Korruption in Politik und Verwaltung auf die Straße. In Moskau, aber auch anderswo, greift die Polizei offenbar hart durch. Allein in der russischen Hauptstadt berichten Augenzeugen von mehr als 100 Festgenommenen. Unter ihnen ist auch Oppositionsführer Nawalny, der die landesweiten Demonstrationen organisiert hatte. Noch bevor es losging, hatte ihn die Polizei direkt vor seinem Haus verhaftet. Den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Die Behörden hätten sich provoziert gefühlt, heißt es. Der 41-jährige Nawalny, der im nächsten Jahr als Präsidentschaftskandidat antreten will, hatte für heute an dem Tag, an dem Russen den Tag Russlands feiern, zu neuen Protesten gegen Korruption aufgerufen, wie bereits Ende März. Damals waren Zehntausende, vor allem Studenten, in 70 Städten landesweit seinem Aufruf gefolgt. Eigentlich sollte die Demonstration heute abseits der nationalen Feierlichkeiten rund um den Kreml stattfinden. Doch Nawalny verlegte die Demonstration ins Zentrum, nachdem die Behörden die Organisatoren daran gehindert hatten, am eigentlich vorgesehenen Ort eine Bühne aufzubauen. Auch Teilnehmer berichten von den Behörden im Vorfeld, eingeschüchtert worden zu sein. Wir wollen alle in einem Land leben ohne Lüge und Korruption. Das haben wir zum ersten Mal im März deutlich gemacht. Durch die Gleichgültigkeit der Machthaber wird dem Volk das Geld aus der Tasche gezogen und dann stecken sie sich in die eigene. Uns ist klar geworden, dass wir das ändern können. Deshalb wäre es gut, wenn wir alle ein bis zwei Monate zu großen Demonstrationen mit 50.000 Menschen gehen würden. In Moskau, aber auch in St. Petersburg, Kasan und Wladiwostok wurden mehrere Menschen verhaftet.